Hallo und herzlich willkommen bei Evoland, dritte Folge, zweite Aufnahme für diese Folge. Und wir sind immer noch im Dorf und ich glaube, da ich vor ein paar Tagen das letzte Mal aufgenommen habe, die ersten beiden Folgen, wir wollten in Richtung Höhlen marschieren. Ich muss aber trotzdem mal, trotz ausgeschalteter Cam heute früh, mal einen Schluck Kaffee trinken. Sekunde. Ah, es gibt einfach nichts Besseres. So, jetzt ist hier nämlich auch die Straßensperre weg. Und ich glaube, genau, wir hatten das Langschwert, die Kupferrüstung und die Phönixdaune. Was auch immer die Phönixdaune genau macht, die hatten wir uns besorgt. Das heißt, jetzt können wir hier mal durch die Gegend rennen. Wie war denn nochmal Attacke? Oder können wir im Dorf nicht attackieren? Nein, vergessen. Wir sind ja bei rundenbasierten Kampf. Freigeschaltet, erzwungener Kampf. Okay, alles klar. Verstehe, verstehe. Sie wurde wohl von diesen Monstern angegriffen, okay. Ach so, da ist jemand. Ich hab ganz unaufmerksam gelesen. Also nicht, quasi. Sorry. Angreifen. Oh, das ist ja entspannt. Ein Schlag und die sind um. So, wir haben 180 Gliss gewonnen. Können wir uns ein paar Tränke kaufen, ha? Macht das Sinn? Oh, wer ist denn die junge Dame mit ihrem Stäbchen? Ich brauche den Kristall aus der Höhle, um mein Heimatdorf zu retten. Okay, helft ihr mir? Ich darf nicht nein sagen. Okay, ich muss. Erzwungene Wahl, hey. Noch etwas freigeschaltet. Na gut. Wie heißt sie denn? Komm, haben wir hier Großschreibung? Können wir das machen? Können wir groß? Können wir nicht, glaube ich. Oh, doch. Oh, was tue ich da? Zurücksetzen. Löschen. Löschen, löschen, löschen. Okay. Ah, man muss auch aufmerksam sein. Alles klar. das ist natürlich die beste Voraussetzung. Okay, sie heißt. Wo ist das? Da am. Amka. So. Amka hat sich dem Team angeschlossen. Oh, das ist schön. Wir haben jetzt eine Partnerin. Habe nichts gesagt. So, hier ist nichts. Kommen hier Angriffe noch eigentlich? Ja, tun sie. Wir haben immer noch keinen Namen, kann das? Also deswegen die Fragezeichen. So, ob uns hier jetzt irgendwas... Nein, da ist nichts Geheimes. Nur Kämpfe. Ich bin mir nicht sicher. Sollte ich nochmal zurück ins Dorf und Tränke holen? Ah ja. Sie wedelt ein bisschen mit ihrem Stäbchen im Kampf und freut sich furchtbar. Das ist auch gut. Das ist gut. Oh, sorry. Schon wieder die Maus da mitten im Weg. Das tut mir leid. Schon wieder ein Kampf. Ich glaube, wir kommen nicht ohne Kampf da rein, ne? Komm, wir riskieren es und gehen einfach mal ohne Tränke, ohne voll geheilt zu sein, in die gefährlichen Höhlen. Die Kristallhöhlen. Was ist das? Oh, huch. Wir müssen den Kristall finden, ja, ist gut. Seine Kraft kann eure Wahrnehmung der Welt verändern. Okay. Und mit ihm könnt ihr das Böse, das mein Dorf bedroht, bekämpfen. Übrigens fällt mir gerade auf, dass ich nie gefragt habe, wie heißt. Oh, das ist jetzt blöd. Ich heiße natürlich Amak. Ups, Amak und Amka. Na gut. Amak. Bam. Ein Name. Freigeschaltet. Endlich merkt das Mädchen, dass ihr ein echtes menschliches Wesen seid. Ja, das kennen viele Jungs. So, was haben wir denn hier alles? Hier sind so... Ach, guck mal, wie können wir schlagen? Also hier geht das. Kann ich da... Nö. Kann ich nicht. Wo sind die eigentlich jetzt hin? Achso, das war nur für... den Namen. Freigeschaltet. Höhlenmonster. Hoppla, die Höhle scheint bewohnt zu sein. Okay. Achso, Kämpfe in der Höhle. Oh, das Vieh sieht cool aus. Oh, der hat aber ordentlich... Was haben wir denn an Magie? Ach, guck, sie kann heilen. Das ist gut.
Oh, das Wedeln hat nicht getroffen. Pam. Okay. Wir haben ihn umgeboxt, den Torok. Gehen wir erstmal links lang. Da ist nichts, nein. Auch kein Kampf. Da oben war jetzt was zu erkennen. So, noch ein Torok. Oh, nur 7 Schaden. Wedel, wedel daneben. Nur 6 Schaden. Oh. So, Magie, heilen. Ja, heil mal. What? Ach so, sie hat einen drauf gekriegt. Okay. So, was haben wir hier? Da. Ach so, okay, ich kann da drin suchen. Ich wollte eigentlich gegenschlagen, aber okay. Guck mal, wenn wir jetzt einen Trank gefunden haben, kann ich jetzt irgendwie... Ich kann nicht an den Trank dran, ne? Das ist... das ist rein... Infight. Gedöns. Kann ich... 50 Gliss gefunden, okay. Ich durchsuche jetzt alles. Hallo? Nichts? Nein. Oh, noch einen Trank gefunden. Okay, hervorragend. Hier war auch nichts mehr. Oh, Maulwürfe mit Blumen am Kopf. So, Nummer 1. Um. Angreifen. So, aber sie bräuchte eigentlich mal einen Trank. Wir kommen hier bestimmt raus und sind tierisch reich. Wie viel Gliss haben wir jetzt? 800. Boah. So viele hatten wir noch nie. Steinchen, okay. Nee, immer erst links. Eine Truhe. Freigeschaltet. Erfahrungspunkte. Oh, cool. Jetzt können wir Level machen. Mal gucken, wie sich das jetzt auswirkt. Eine Schlange. Oh, die ist direkt tot. 3 EP gewonnen. Haben wir jetzt keine Gliss mehr bekommen? Keine Ahnung. Ah, noch was? Lebensquell. Eure Trefferpunkte würden wiederhergestellt. Spiel speichern. Ja, gerne. Ja, angreifen. Also, sie hat maximal 70 wahrscheinlich. So. Ah, 50 Gliss und EP gewonnen. Das hatte ich gerade überlesen. Amak hat Stufe 2 erreicht. Der Wert für Angriff wurde erhöht. Okay. Oh, was haben wir hier? Nichts. Da kommen wir noch nicht durch, offenbar. Wir sind jetzt links gegangen, ne? Ist das jetzt irgendwie ein zusammenhängendes Netz, oder? Daneben. Ich habe den Eindruck, die trifft nur 50% der Zeit. So, hier ist was. Irgendwo ist irgendetwas passiert, alles klar. Oh, und noch eine Kiste. Aber war da nicht noch ein Gang nach rechts? Also ich meine, hier ist jetzt wahrscheinlich offen, ne? Genau, hier ist jetzt offen. Aber wir sind ja ursprünglich mal... Ja, ist ja gut. Cobra Zero. Komm, hauen wir den mal. Oh Gott, hat die einen miesen Angriff. Ich weiß nicht, wie viele Lebenspunkte die haben. Die trifft nie. Meine Güte. Oh, er auch nicht. Okay. Komm schon. Eieiei. Okay. Schwein gehabt. So, das hier. Guck mal, wir können ja hier. Ja, ja, wir speichern auch nochmal. Irgendwo haben wir doch noch uns entschieden, nach links zu gehen. Oh, da ist noch eine Truhe. Auf jeden Fall war das gar nicht so doof, hier durchzugehen. Meine Güte, trefft doch. Das wird heute nichts mehr. So, endlich doch. Hoppala. Stufe 3. Und Amka auch. Wir haben einen Stern bekommen. Okay.
Aber hier geht's nicht durch. Es könnte der Gang gewesen sein nach rechts. Ich muss zugeben, ich möchte das rausfinden. 14. Und sie wird wieder nicht treffen. Jawohl. Zack. Okay. So, ich glaube hier. Genau, hier ist die. Ah, perfekt. Okay, das ist wirklich die andere Seite. Hervorragend. Dann können wir uns jetzt wieder zurückbegeben. Oh, das ist ein schwererer Kampf, theoretisch. Gehen wir mal auf die Maulwürfe da hinten. Guck mal, da macht sie auch nicht Schaden. Ja, du haust den. Dann ist der nämlich K.O. Und da bleibt ja nur noch einer über. Sehr gut. Aber mit wie viel Geld wir hier rausgehen hinterher, ne? Falls wir das dann noch überhaupt brauchen, das ist die große Frage. So, und Klassiker, einmal speichern, natürlich. Und noch ein Torg. Der wieder nur 5 Schaden frisst und nicht getroffen wird, genau. Ui, 17 haben wir gekriegt. So, dann kann sie doch jetzt heilen. Perfekt. So, wir greifen an. Und der ist noch nicht K.O. Die trifft nicht. Jawohl. Jetzt aber. Okay. Gut, dann kommen wir hier durch den... Oh, da ist der Kristall. Hallo? Ah, ihr habt den Wächter des Kristalls aufgeweckt. Oh, das war ungünstig. What? Der hier sieht mächtig aus. Ja, irgendwie schon, ne? Kefkas Geist. Viele Jahrhunderte lang wachte er über den Kristall. Achso, das ist die Amka. Meine Güte, ich hätte die Namen nicht so... Naja. Er scheint jedoch von einer bösen Macht verdorben worden zu sein. Natürlich, es ist immer eine böse Macht. Die Leute sind immer... Egal. Vermutlich von derselben bösen Macht, die mein Heimatdorf angegriffen hat. Das mag natürlich sein. Holen wir uns den Kristall. Wir brauchen seine Kraft, um zu kämpfen. Das ist ein guter Plan. Angreifen. Chaka. 16 Schaden. Sehr gut. Wie ist das mit dir? Du triffst. Schön. Freigeschaltet Boss-Animation. Und schon sieht er viel gefährlicher aus. Das stimmt. Ich habe jetzt... Ja, doch schon. Ja. Zack. Und, oh. Oh, warte mal. Kann ich zurück? Ja. Guck mal, die hat richtig Schaden genommen. Da kann der Amag mal lieber draufhauen und, sie heilt einfach. Auch wenn sie es immer abkriegt irgendwie. Wann ist er denn tot? So, jetzt kann sie auch mal. Ah ne, ist er gerade. Oh. Phantomkonter. Natürlich. Magie heilen. Haha. So, wer ist dran? Amag. Okay. Pam. Relativ okay. Hau du auch mal. Oh Gott, 5. So, pam. Ich würde gern wissen, wie viele Lebenspunkte der hat. So, wir heilen uns nochmal. Au. Pam. Irgendwann müsste der ja... Ah, Moment. Jetzt macht er bestimmt den Konter, ne? Ich kann aber nichts tun, oder? Ne, macht keinen Konter. Hervorragend, okay. Ich dachte immer, wenn er diese blau leuchtende Optik hat, dann Konter. Ich würde trotzdem gerne wissen, wann der mal umkippt. Autsch. So, wir heilen uns wieder. Nur zur Sicherheit. Und da kriegt sie direkt wieder einen auf die Nase. Da ist er tot. 20 EP und 400 Glitz. Das ist natürlich übel. Amag hat Stufe 4 erreicht. Sehr gut. Und Amka auch. Kraft des Kristalls wurde aktiviert. Hervorragend. Ei, 3D-Modus. Das wäre cool. Okay, das sieht gut aus. Was haben wir hier? Ah, okay, das ist echt schick.
Oh, Moment. Hallo? Freigeschaltet. 16-Bit-Musik. Das ist auch cool. Oh, jetzt kriegen wir aber eins am anderen, hm? Ein Herz. Oh, Herzen. So. Fledermäuse machen mich irgendwie nervös. Haben wir hier nicht... wo müssen wir denn lang? Okay, jetzt sind wieder Viecher auf der Karte. Und, oh, was seid ihr denn? Achso, dieselben. Dieselben wie vorher, nur halt in 3D. Natürlich. Ja. Hoppala. So. Ich hau jetzt nicht alle um, das muss ja nicht sein. Hallo? Hm. Tja. Wo muss ich lang? Hallo? Also Moment, hier war die Höhle, ne? Da kam man raus, auf jeden Fall. Gibt's hier noch was? Fische. Guck einer an. Ah, noch eine Kiste. Oh, da oben ist auch noch eine. Was haben wir hier? Ein Stern, okay. So, ich bin gespannt. Noch eine Karte. Ich bin nicht begeistert, wie man merkt. Na, komm. So, den Busch haben wir auch nochmal umgesammelt. So. Hallo. Oh, wie sieht das Inventar aus? Ach, wieder so. Okay. So, die große Preisfrage ist aber, wie kommen wir denn da unten weiter jetzt? Was haben wir hier? Nichts. Okay. Hier ist noch was. Fledernde Mäuse. Oh, puh. Noch eine Kiste. Gepixelte Textur. Das, naja. Ah ja, okay, wir sind drumherum gekommen. Bin mir jetzt nicht sicher. Ne, hier war dann nichts mehr, alles klar. Dimensionsstein passiert. War er immer schon so klein? Ihr seid wieder am Spielbeginn, was? Ich sollte vielleicht auch mal die Schilder... Nein, nur für wendige Abenteuer, okay. Ach, guck. Das ist dieselbe Gegend jetzt. Nur in neu. Das ist irgendwie ganz cool, ja. Okay, hallo? So, ich würde sagen, wir haben jetzt fast die Folge wieder zeitlich voll. An dieser Stelle würde ich sagen, endet dieser 3 Folgen lange Versuch. Und ich bin gespannt, was ihr sagt. Ob ich weiter Evoland erkunden soll und mich hier durchspielen soll oder eben nicht. Ich speichere einmal, damit wir mit unserem Spielstand einfach so weitermachen können. Und ich bin gespannt, vielleicht sieht man sich ja in einer weiteren Folge dann irgendwann wieder. Ciao, ciao.